Action. Das ist natürlich legendär mit dieser Frise hier hinten dran, Junge. Also normalerweise kann ich eigentlich ganz gut einparken, nur mit diesem. Also normalerweise, meine Damen und Herren. Er ist so übersichtlich wie ein Schwertransporter. So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, mein allererstes Reaction-Video. Yes, es ist soweit. Und meine Jungs haben alle gesagt, so Matthias, wir finden es, glaube ich, ziemlich lustig, wenn du dir einfach mal die allererste Folge von Grip anguckst. Von dir. Genau. Also erstmal finde ich ziemlich bescheuert, sich was von sich selber anzugucken. Klingt vielleicht für euch ein bisschen seltsam, aber ich mache das relativ selten, dass ich mir die fertigen Beiträge angucke. Manchmal gucke ich es mir am Fernseher an, um das Gefühl so zu haben, wie das ist, sich das live anzugucken. Weil es natürlich auch darum geht, okay, so ein bisschen ja, zu gucken, wie sieht was aus. Bist du da wirklich so toll gedriftet, wie du dir das gedacht hast, wie du das in Erinnerung hast und so weiter und so fort. Deswegen gucke ich mir das wirklich ab und zu mal an, aber in den meisten Fällen, ich würde mal sagen, über 80% gucke ich gar nicht mehr an. Und wir tippen das jetzt mal hier ein. Wir wollen die erste Folge G. Großstadtrevier, James Dean Zocken, Griffhack gejagt. Erste Folge Grip ist der 10. Treffer. Erste Folge Grip. Wie das aussieht. Oh Gott, ey, was habe ich da für Haare? Alter, 3 Kilometer. Also ich weiß, dass ich die mal bis hier hatte. So, und dann bin ich manchmal wirklich so rumgelaufen und so gemacht, um die Haare so hinter den Pullover wieder hinzulegen. Junge, siehst du bescheuert aus, Matthias. Ja, das war vor 7 Jahren. Das war nicht vor 7 Jahren, das ist viel länger her. Vor 7 Jahren ist das hochgeladen worden. Wie lange ist das denn jetzt her? Das muss 2007 gewesen sein. Ja, ja, bisschen länger als 7 Jahre. Ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Santa Agata Bolognese, sagt der Sprecher. Yes. Und dazu zündet der Zwölfer. Die Oma guckt aus dem Fenster. Heimat einer Legende. Es ist nur ein Dorf im Norden Italiens. Aber es ist die Heimat der rasenden Kampfstiere. Lamborghini. Synonym für Super. Ich muss mich wirklich so kaputt lachen, weil man halt damals noch Sachen gemacht hat. Und ich kann euch jetzt so ein bisschen auch aufklären, weil es ist jetzt quasi verjährt. Deswegen darf ich auch so ein paar Geheimnisse verraten. Die Kaffeetasse da gerade, ne? Die Espresso-Tasse, die habe ich persönlich natürlich ausgetrunken. Aber vor allen Dingen habe auch ich persönlich so ein bisschen am Tisch gewackelt, damit die Kaffeetasse wackelt, wenn der Lamborghini vorbeifährt, ne? Also keine Kaffeetasse dieser Welt wackelt, wenn ein Lamborghini Murcielago vorbeifährt. Aber es soll natürlich, ne, so ein bisschen, boah, da kommt der böse Stier und so. Ne? Deswegen, zweite Sache, die mir auffällt, jetzt 9 Minuten 22. Das sind sehr, sehr kurze Beiträge. Heute machen wir die viel länger. Also wenn ich heutzutage alleine in so einer Karre sitze, dann ist das Ding mindestens 15 Minuten lang. Oder sogar 17. Damals muss ich offensichtlich noch Sprachprobleme gehabt haben. Deswegen sind die Beiträge ein bisschen kürzer geworden, keine Ahnung. Also. Der Murcielago LP 640 ist der stärkste und schnellste Lamborghini aller. Das habt ihr schon gesehen, da waren die Reifen schon fettig. Also die Stills, das sind die Aufnahmen, die wir da so im Stand machen, die haben wir offensichtlich gemacht, nachdem ich mit dem Fahrzeug fertig war. 80 PS, Höchstgeschwindigkeit 340. Wie alle Lambos ist auch der Murcielago nach einem legendären Kampfstier benannt. Auf einer abgesperrten Landebahn wollen wir das Tier mal reizen. So, das erste Mal im Lamborghini Murcielago. Hände sind zittrig. 640 PS, unterm Arsch. Junge, krass, sich so zu sehen. Und also keine Ahnung, ich war da mega aufgeregt, wirklich. Also es ist nicht gespielt, genauso wie das heutzutage auch immer so ist, dass wir eigentlich nichts spielen. Aber das wirklich so zu sehen, ne, wie ich da so gucke mit diesen langen Haaren, schon krass. Hintergrund zu diesem Pulloverchen, was ich da anhabe, ne? Da bin ich tatsächlich zu so einer Ausstatterin gegangen. Kohn, kannst du es wahrscheinlich im Abspann angucken. Und die haben mich damals ausgestattet, aber nicht umsonst, sondern wir haben das natürlich alles bezahlt, wir haben Prozente drauf gekriegt, aber die haben mich ausgestattet. Und dann bin ich dann immer zu so einer Frau hingegangen
Und die hat mir dann mal so Sachen hingelegt und hat gesagt, hey Matthias, wie gefällt dir das denn? Wie gefällt dir das denn? Wie gefällt dir das denn? Und dann habe ich mir dieses Jöppchen da ausgesucht. Ja, okay. Hände sind zittrig. Also was auch krass ist, geil. Ich 45 Sekunden und ich habe schon 8 Minuten geredet. Kann ein längeres Video werden. Also ich finde es auch lustig, wie ich wirklich, keine Ahnung, heute sitze ich da, glaube ich, viel normaler drin und nicht so stocksteif, oder? Ist das steif oder unsicher? So ein bisschen eine Mischung aus beidem wahrscheinlich. 640 PS unterm Arsch. Mäusekino mit 400 Lampen geht an. Stimmt. Ja, richtig, Matthias. Sport, Traktionskontrolle aus. Erster Gang und dann, um den Jumpstart zu machen, direkt von der Bremse aufs Gas. Und das machen wir jetzt mal. Alter Schwede. Also wenn ich mir das jetzt angucke, das fühlt sich nicht danach an, als wenn dieses Ding wirklich gegangen wäre. Also entweder war da an der Launch Control, also das war sowieso nicht Launch Control, aber Launch Control funktioniert immer mit Bremse und Gaspedal gleichzeitig. Das war jetzt wirklich von der Bremse bumm rüber. Also es fühlte sich so an, als wenn das Auto nicht so richtig geht, weil so richtig begeistert sehe ich da nicht aus. Oder ich bin tatsächlich immer noch total überwältigt und mega aufgeregt, dass das die erste Folge ist, die wir da drehen. Weil ich bin natürlich davor sehr, sehr viele Autos gefahren, aber natürlich nicht fürs Fernsehen und so, ne? Und vor allen Dingen nicht solche Öfen. Der Zwölfzylinder katapultiert ihn auf 100 in nur 3,4 Sekunden. Ungefähr so lang braucht man, um den vollständigen Namen auszusprechen. Lamborghini Murcielago LP 640. Fast 5 Sekunden, ne? Man kann das echt nicht in Worte fassen, wie dieses Auto abgeht. Das geht einfach nicht. Super Job, Matthias. Also das ist so krass, ne? Sich da so zu sehen, dass ich da einfach sage, ne, kann ich nicht in Worte fassen, Punkt. Und dann kommt halt auch nichts mehr, sondern es kommt als nächstes ein Bild von außen, wo das Auto fährt. Jetzt geht es ums Driften, habe ich gerade gehört. Ist möglich, aber nur bei ausgeschalteter Traktionskontrolle. Ja, nicht schlecht, Matthias. Lamborghini gehört zu... Jetzt werde ich langsam warm. Das Bild, ne? Wenn du so nah an die Grasnarbe ranfährst, also ne, es ist jetzt kein besonders tolles Können, aber das ist schon gut. Wenn man so nah dahin fährt, das hat was, finde ich. Und das sind auch so die Details, wo ich auch drauf achte, ne? Weil du kannst dich natürlich auch rein theoretisch da reinsetzen dann. Also nur mal kurz zur Aufklärung, ne? Die Onboard-Aufnahmen, wenn ich da rede, das wird an einem Stück weggedreht und dann dreht man im Anschluss daran die Bilder passend zu dem, was ich gesagt habe quasi. Also sitze ich da gerade bei dem Bild im Auto und versuche möglichst nah an der Grasnarbe entlang zu fahren, damit es halt möglichst cool aussieht und damit das Gras so vorbeifliegt und so weiter und so fort. Diese absolute Wille zur Perfektion ist halt, glaube ich, das, was dafür sorgt, dass die Sendung halt seit Jahren so geil ist. 2007 haben wir damit angefangen, Leute. 1998 zu Audi. Die sind bekannt für ausgereifte Quattro-Technik. 70% der Kraft geht an die Hinterräder. Das Handling ist in engen Ecken relativ untersteuernd hier, wenn man langsam fährt. Aber es kriegt wirklich sofort... ändert es sich sofort in Übersteuern, wenn man nur leicht aufs Gaspedal tritt. Und das ist wirklich sehr genial, weil man kann das Auto schön auf dem Gasfuß aus der Ecke rauszaubern. Matthias, das kannst du doch so nicht machen. Das ist so komisch, sich da selber zu sehen, vor allem nach so vielen Jahren. Ich bin fast ein bisschen peinlich berührt. Komm, wir gucken uns ein paar schöne Bilder an. 6,5 Liter Hubraum, 12. Boah, krass, aber auch wie der liegt. Ne? Heutzutage fühlt sich so ein Murcielago an wie so eine alte C-Klasse oder sowas, weil das ist wirklich langsam, ne? Auch alleine 0 auf 100, 3,4 Sekunden, M5 auch, easy. Also, ne? So, aber die Jahre dazwischen, Wahnsinn. Zylinder und 640 PS. Der Motor ist ein Kunstwerk. Viele Supersportwagen brauchen für ihre Maximalleistung Turbo- oder Kompressoraufladung. Auch krass, seht ihr jetzt alles nicht? Aber diese Bilder um diese Lufthutze, die ja rechts und links vom Motorraum hinten auf und zu gehen, ne, wie so Flügel oder was, bis wir das so eingerichtet hatten. Also früher gab es diese mini kleine, so, was heißt früher, ne? Da hatten wir, glaube ich, weiß nicht, hatten wir da schon GoPros so richtig?
Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir ewig gebraucht haben, bis wir das Bild so eingerichtet hatten, dass es halt auch nicht wackelt und so. Weil wir waren da mega, mega perfektionistisch unterwegs. Und deswegen, ja, weiß ich noch, hat ewig gedauert. Ist auch ein schönes Format, so nicht 16:9 übrigens. Der Motor des Murcielago nicht. Ihn treibt ein konventioneller, aber hochentwickelter Saugmotor, der alle europäischen Abgasnormen erfüllt. Die Haare. Und dann auch dieses, also offensichtlich sind die Gänge da wirklich hart reingeballert, weil das gibt ja immer wieder so einen Zucker, ne? Der alle europäischen Abgasnormen erfüllt. Danke, lieber Gott, für diesen Job. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, dass ich das alles machen darf. Das ist krass, ne? Das ist die erste Folge. Und da bin ich schon so dankbar, dass ich, als ob ich wüsste, dass es noch länger dauert. So ein Format, weißt du immer nie, wann es vorbei ist und wann es abgesetzt wird oder sowas und ob es überhaupt irgendwie erfolgreich wird. Und das ist die erste Folge. Ja. Auf Wunsch das automatisierte Schaltgetriebe mit Formel 1-Rippen am Lenkrad. Und dieses Unterschalten. Unter Vollgas kann man förmlich sehen, wie sich die Reifen auflösen. Aber der Lamborghini kann überraschenderweise auch langsam. Das sieht man tatsächlich. Italiener, die nur auf Landstraßen fahren, die brauchen eigentlich nur den ersten Gang. Weil der erste Gang geht bis 110. Junge. Auch eine gute Idee, Matthias. Auf italienischen Landstraßen darf man ja nur 90 fahren. Also kann man eigentlich den ganzen Tag im ersten Gang rumfahren in Italien. Aber es gibt... Da hat man jetzt gerade, also abgesehen von diesem bescheuerten Statement, hat man gerade gesehen, dass ich V12-Motoren... Ich stehe da nicht so richtig drauf, weil die halt nicht so einen schönen Klang haben. Die sind seidenweich, haben eine unfassbare Laufruhe und so weiter. Aber vom Klang her ist das immer nicht so das Oberkrasse, finde ich. Und das hast du gerade so gehört. Das hätte auch irgendwie, weiß ich nicht, was sein können. Ja, noch 5 weitere Gänge. Im zweiten geht es bis 7500 Touren brutal vorwärts. Mit brüllendem V12-Motor. Das Konzert eines italienischen Superstars. Jetzt bitte den Fernseher laut drehen. Habe ich gerade eben gesagt, dass ich 12 Zylinder nicht so gut klingen finde? Junge, das ist ja richtig hart. Also, ja, ich nehme alles zurück, der Klang ist mega. Was wir da gemacht haben, und das geht auch, gehen Grüße raus an meinen Freund Nils, der dieses Stück zu verantworten hat, so lange kennen wir uns. Also wir kennen uns noch viel länger, aber das hat der Nils gemacht. Und das ist mein bester Freund, der Nils. Ah! Wir wollen noch Auto fahren, ja, bitte. Also. Ah, oh Gott, Matthias. oh Gott. Da die Musik wirklich auszumachen, das zu zelebrieren und den Sound in allen möglichen Lagen, nämlich beim Losfahren, beim Vorbeifahren, weiß nicht, was jetzt noch alles kommt, wirklich den Sound so auszubreiten und mal so alle Fächer quasi zu zeigen, wie so ein Auto klingt, das machen wir in meinen Augen viel zu selten. Bitte rein in die Kommentare, wenn ihr das genauso seht. Oh. Ja. Also der Motor ist viel zu wenig. Also aus meiner Sicht, schreibt es mal bitte unter die Kommentare. Mehr Sound mit 18.000 Ausrufezeichen, wenn ihr mehr Sound ohne Musik und ohne Gelaber und sowas hören wollt, ja? Eine absolute Wucht, das ist eine Macht, die da hinten im Rücken hockt. Die Haare. Super. Und das Ding haut dir die Faust hinten in den Nacken, dass alles zu spät ist. Bei den Gangwechseln wirst du richtig mit so einer Kraft gegen den Sitz gedrückt. Das wird nicht so, macht nicht so einen leichten Ruck, sondern es gibt richtig harte Schläge. Und das ist natürlich unglaublich, weil sowas habe ich echt noch nicht erlebt. Also so einem Auto sollte man sich unbedingt mit einem gewissen Respekt nähern, weil es einfach ein Geschoss ist, was man nicht so einfach kontrollieren kann. Man kann zwar gemütlich durch die Gegend gondeln damit, aber wenn man eben die Leistung ausnutzt, dann kann es schnell gefährlich werden und das sollte man schon kontrollieren können. Klingt so ein bisschen wie so ein Nachrichtensprecher, ne? Aber wenn man eben die Leistung ausnutzt, dann kann es schnell gefährlich werden und das sollte man schon kontrollieren können. Mit einer Mischung aus Nachrichtensprecher und so siebter Sinn. Die meisten von euch werden den siebten Sinn nicht mehr kennen. Aber vielleicht tippt ihr einfach mal ein, erste Folge siebter Sinn, wisst ihr, wovon ich rede. Alter, was habe ich denn da für einen Stock im Rücken da? Deswegen, also ich hatte auch
als ich eingestiegen bin, wirklich zittrige Hände. Und das ist schon was ganz was Besonderes. Der Mosquito erinnert mit seinem kantigen Design an einen Tarnkappenbomber und interpretiert damit die Formensprache seiner berühmten Vorgänger. Den Diabolo, den Countach, den Miura. Die Karosserie ist komplett aus Kohlefaser gefertigt, in Handarbeit. Ein Golf entsteht am Fließband in ein paar Stunden. Der Mosquito in 8 bis 10 Tagen. Die Lüfterkästen fahren bei Bedarf oder per Knopfdruck aus der Karosserie. Gegen Aufpreis von 11.600 Euro gibt es eine Keramikbremse. Das sollte man investieren. Ohne kostet dieses Auto eine 250.000 Euro. Dafür gibt es mindestens 10 Golf. Das ist alles sehr, sehr interessant. Aber was lustig ist, vielleicht für euch behind the scenes, das ist in Santa Gatta Bolognese. Das ist ein mega kleines Kaff da in Norditalien. Und da werden diese Autos gebaut, nicht weit von Maranello. Da ist dieses Dreieck, dieses Motor Valley und so weiter und so fort. Wo auch der Lara ist und was weiß ich was. Ne? Also wirklich, das ist eine Ecke, da gibt es nur scharfe Autos. Und wir haben dieses Auto auf den Marktplatz gestellt und da sind ständig wirklich Leute aufgetaucht, die sich das alles angeguckt haben. Erstens Kamera. Ja, das sind immer schon viele Leute, wo, was ist da los? Was wird da gemacht? Warum ist da eine Kamera? Und dann dieses Auto natürlich. Und da standen die ganze Zeit Leute rum. Wenn ihr euch das anguckt, auf den Bildern davor, siehst du nicht ein einziges Mal irgendeinen Menschen, weil wir die halt immer weggescheucht haben. Also halt immer so gedreht, dass man die Leute nicht sieht. Hat ewig gedauert. Das sollte man investieren. Ohne kostet dieses Auto eine 250.000 Euro. Dafür gibt es mindestens 10 Golf. Ja. Und so werden ihn die meisten Verkehrsteilnehmer auf der Straße zu sehen bekommen. Von hinten. Ich kenne noch meinen Sprecher. Ihr werdet es nicht glauben, Leute, aber ich muss jetzt ganz kurz zum Friseur. Ich bin gleich wieder da, dann habe ich kürzere Haare. Okay, nicht wundern. Ciao. So, also. Friseur habe ich hinter mich gebracht. Also, wir wollen mal zurückgehen hier zu unserem Lamborghini Aventador, hätte ich fast gesagt, zum Murcielago. Und so werden ihn die meisten Verkehrsteilnehmer auf der Straße zu sehen bekommen. Von hinten. Von hinten. Die Lamborghini-Ingenieure haben einen Auspuff entwickelt, der für den perfekten Sound sorgt. Sie vorstellen, ne? Zwei Auspuffendrohre nur. Und hier ist die Gewalt zu Hause. Das ist ein geiler Spruch. Hier ist die Gewalt zu Hause. Das hat der Nils schon gut geschrieben, ne? Und dieses... Das mache ich auch heute noch sehr gerne, wenn ich ein Auto starte. Hier ist die Gewalt zu Hause. Träume, nicht nur für Italiener. Ein Aluminium V12. Der Sound gut, unfassbar brachial, unfassbar, was denkt ihr? Fassbar, schön, verschwenderisch. Unfassbar, schön, verschwenderisch. Was, das wirklich? Der Sound, unfassbar, schön, verschwenderisch. Schön, verschwenderisch. Wenn man das erste Mal in das Auto einsteigt, hat man nur Ehrfurcht, weil alles, was in diesem Auto ist, ist besonders. Und man hat einfach, man muss sich erstmal orientieren, wo alles ist. Das ist nämlich auch alles ein bisschen anders als in normalen Autos und da ist man erstmal von erschlagen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie Wattebäuschen in den Backen habe und nicht richtig reden kann. Ich rede irgendwie so ein ganz komisches Zeug da. Das ist doch, was ist denn da los, Matthias? Der Show-Effekt Flügeltüren. Hat man jetzt leider nicht gesehen, muss ich sagen. Man sieht zwar 1000 Einstellungen, wie die Türen aufgehen, aber wie das dann aussieht, das sieht man nicht. Der Show-Effekt, so, jetzt. Flügeltür. Zack, Umschnitt, Türgriff. Türen. Umschnitt, Mosquito Schriftzug. Umschnitt, Türscharnier. Aber wie die Karre da steht, wie das dann aussieht, sehen wir nicht. Hoffentlich kommt's noch. Im Inneren, handvernähtes Leder, Carbon und Aluminium. Die Farben der Nähte des Leders sind frei wählbar. Denn der Mosquito wird nur auf Bestellung und speziell nach Kundenwunsch gebaut.
Nach Eingang des Kaufpreises, versteht sich. Handarbeit war nicht immer Garantie für Erstklasse. Ich bin ja so ein Klugscheißer, ne? Nach Eingang des Kaufpreises. Nein, nach Eingang der Euronen auf dem Konto. Also der Kaufpreis, der kann ja nicht eingehen da, ne? Sondern das Geld, das muss auf dem Konto eingehen. Entschuldigung. Qualität. Besonders nicht bei italienischen Sportwagen. Doch bei diesem Lamborghini ist alles perfekt. Der muss hier Lago entzahlen. Er hat 640. Die Datentafel. Gibt's heute auch noch? 40 PS geht unglaubliche 340 Kilometer pro Stunde, benötigt nur 3,4 Sekunden auf 100 und kostet schnäppchenverdächtige 250.000 Euro. 250.000 Euro ist ja heutzutage ein Preis, ne? Den musst du ja schon für einen voll ausgestatteten AMG hinlegen. Dafür kriegst du ja gar keinen Aventador. Das war wirklich ein Schnäppchen da. Also verglichen mit den heutigen Preisen ist das ja Wahnsinn. Also mit Preisen kenne ich mich ja eigentlich gar nicht so richtig aus, aber das weiß ich noch, dass du heutzutage einen Aventador für die Kohle nicht mehr kriegst. Also ist alles ein bisschen teurer geworden, kann das sein? Oh. Wir fassen zusammen. Er ist totschick, fürchterlich schnell und perfekt verarbeitet. Aber kann man mit diesem Auto auch problemlos einfach so durch die Stadt rollen? Grip macht den Test. Im Zentrum des Heimatdorfes St. Agatha Bolognese. St. Agatha. Das ist der Andi, unser Sprecher. Das heißt St. Agatha. Das ist eine italienische Kleinstadt. Das ist nicht St. irgendwas in Österreich, sondern das heißt St. Agatha. Mit Apostroph. 1000 Einwohner, 700 davon arbeiten bei Lamborghini. Wie war das Verhältnis? 6000 Einwohner, 700 davon arbeiten bei Lamborghini. Alter, das ist krass. Das ist krass. Also mit dem Moselago durch die Innenstadt zu fahren. ich guck mal, wie lang die Koteletten sind. Alter, was ist denn da los? Bis zu den Ohrläppchen runter. Bin ich Elvis oder was? Und wie die Kamera auch wackelt. So. Schon. Das ist ein richtig mieses Kopfsteinpflaster da, ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht, das können wir, glaube ich, heute besser. Das ist echt pervers. Grenzt an ein kleines Kunststück, weil das Auto dermaßen unübersichtlich ist. Also da vorne die Motorhaube sehe ich überhaupt gar nicht. Selbst wenn ich mich hier vorne so hoch bücke. Man sieht die Motorhaube einfach nicht und man setzt permanent auf, auch mal nur so kleinen Hügelchen. Bis 80 Stundenkilometer kann man das Auto vorne per Knopfdruck um einige Zentimeter hochfahren. Das verhindert Schlimmeres. So, jetzt werden wir mal einparken. Auch die, Junge, die Haltung, ne, wie ich da drin liege in der Karre, das geht ja gar nicht, Alter. Wer hat denn dir mal Autofahren beigebracht? Guck dir das mal an. Ich sitze ja so weit weg vom Lenkrad. Als ich oben auf die 12-Uhr-Position habe ich voll den Arm gestreckt. Da guck dir das an. So geht's doch nicht, Matthias. Also, es klingt zwar wahrscheinlich ein bisschen bescheuert, aber es gibt immer noch ganz, ganz viele Leute, die falsch im Auto sitzen. Die Faustregel ist eigentlich, dass wenn du da oben rumlenkst, dass du dann hier im Arm noch einen Knick haben musst. Hier, da muss ein Knick sein. Auch wenn das noch hier mit der Schulter dann noch drin ist. Und dann, ne? Ihr wisst das ja. Der Rückwärtsgang ist hier hinten links. Da hinten sieht man mal gar nichts, weil da rechts ist irgendwie, da sieht man nur Motor und Seitendings hier auch nicht. Also Tür auf, Lamborghini-Style. Ja, das jetzt sieht man es doch mal, wie das aussieht, wenn die Tür offen ist. Sehr gut. Schneller. Geht mir aber gefühlt auch ein bisschen zu schnell. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das okay geschnitten findet oder ob ihr sagt, so, nee, das geht mir auch alles zu schnell. Man würde das lieber das Auto im Ganzen gerne öfter, längere Zeit wahrnehmen, ohne einen Schnitt. Das muss man können. Um peinliche Auftritte vor Publikum zu vermeiden, der Tipp zu... Das ist natürlich legendär mit dieser Frise hier hinten dran, Junge. Aber der... Man sieht schon, dass da so ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, ne? Ein bisschen jugendlicher schaut er aus, der Matze. Das muss man können. Ein Bild für die Götter. Vor Publikum zu das da. Das ist sensationell. Wenn das bessere Qualität wäre, würde ich mir das, glaube ich, ausdrucken. Und wenn ich es mir ausdrucken könnte, selber. Meiden der Tipp,
Zu Hause üben. Zu Hause, ja, auf der eigenen Auffahrt. Das Ende der unübersichtlichen Karosserie ist selbst in dieser Position nur zu erahnen. Gegen Aufpreis gibt es eine Kamera im Heck. Die Kamera bringt aber auch nichts. Also normalerweise kann ich eigentlich ganz gut einparken, nur mit diesem... Normalerweise, meine Damen und Herren, kann ich natürlich sehr, sehr gut einparken. Mit dem riesen Koffer hier ist das richtig schwierig. Mit dem Koffer hier ist das aber wirklich sehr, sehr schwierig, junger Matthias. Ah, ist das peinlich. Der ist so übersichtlich wie ein Schwertransporter. Also entweder bräuchte man hier eigentlich einen Parkanweiser oder eine Parklücke, in die man einfach vorwärts reinfährt. Das wäre auch eine gute Lösung. Oder man fährt einfach weiter und geht kein Eis essen. Kaum ein Auto hat so viel Kraft, ist so gelungen aggressiv designt und ist derartig gut verarbeitet. Preis, Alltagstauglichkeit und der hohe Spritverbrauch sind klare Minuspunkte. Aber das sind keine Maßstäbe. Ein Lamborghini hat sowieso keine Maßstäbe, nur sich selbst. Ja. So, nächstes Mal machen wir Driften mit Joko Winterscheid. Grip Folge 45. Also Leute, das war die allererste Folge Grip und man muss schon sagen, das hat sich sehr, sehr stark weiterentwickelt. Also sowohl so von der Erzählweise, Storytelling und so weiter und so fort, als auch die Moderatoren, einschließlich meine Wenigkeit. Wir haben uns schon alle weiterentwickelt. Ich glaube, was haltet ihr davon, wenn wir das nächste Mal machen, Reaction auf die erste Folge, wo Niki und Matthias aufeinandertreffen. Das, glaube ich, könnte auch ganz lustig werden. Also Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mal rein in die Kommentare, ob ich das öfter machen soll oder ob ich es lieber bleiben lassen soll. Und dann sage ich mal so, schönen Abend. Ne? Tschüss, habt euch lieb. Ciao, euer Mathis. Ciao.